schön, dass wenigstens Sie zufrieden sind. Jetzt regen Sie sich mal ab. Wir sitzen doch im selben Boot, was das Geld angeht. Sie haben gut reden. Ich bin es, der die Drecksarbeit machen muss. Jeder macht das, was er am besten kann. Seien Sie froh, dass ich den Kurs bestimme. Von wegen. Die Sache läuft doch völlig aus dem Ruder. Ich habe die Sache im Griff und ich verspreche Ihnen die nächste Geldübergabe, die klappt. Ah, Margarete, ich muss Schluss machen. Mir geht's im Moment wirklich nicht so gut und deswegen... Sorry, Margarete. Barbara ruft später wieder zurück. Na, hör mal. Die Gesundheit meiner Lebensretterin ist mir wichtiger als die Neugier einer Klatschreporterin. Das ist eine meiner Freundinnen. Eine neugierige Freundin, die auch noch bei der Presse ist, können wir im Moment am wenigsten gebrauchen. Du hast ihr doch hoffentlich nichts erzählt. Natürlich nicht. Das hätte mich auch gewundert, aber in deinem Zustand, wer weiß. Werner, ich brauche keinen Aufpasser. Ich passe aber trotzdem auf dich auf. Dir darf nie wieder etwas zustoßen. Du bist süß. Ich bin bei dir. Immer. Das schwöre ich dir. Sie haben eine Vorahnung? Jetzt halten Sie mich bitte nicht für verrückt. Ich glaube, Herr Saalfeld ist in Gefahr. Durch Barbara von Heidenberg? Ich weiß nicht genau, was passieren wird. Aber es ist nichts Gutes. Das spüre ich. Die Heidenberg, die hat schon viel Unheil angerichtet. Aber ausgerechnet Werner, ich meine, den liebt sie doch. Das dachte ich bisher auch. Sie hat ihm das Leben gerettet. Ich meine, das ist doch ein Liebesbeweis. Jetzt denken Sie doch nur mal daran, was allen Männern passiert ist, die Frau von Heidenberg angeblich geliebt hat. Sie meinen Lars Hoffmann? Und Miriams Vater. Beide sind tot. Kann ich sonst noch irgendetwas für dich tun? Nein, danke. Bitte sehr. Sag mal, kannst du mir verraten, warum du ein Gesicht machst wie ein Pfarrer bei seiner Sonntagspredigt? Also wenn das so ist, dann sag es mir bitte in aller Deutlichkeit. Sonst glaube ich es nicht. Also gut. Was passiert ist, war schrecklich. Aber ein Gutes hatte es. Mir ist bewusst geworden, wie sehr ich dich liebe. Barbara von Heidenberg, wollen Sie meine Frau werden? Ein Spaziergang ist jetzt genau das Richtige. Ich muss den Kopf freikriegen. Ich bin froh, dass der Entführer sich gemeldet hat. Vielleicht ist es doch besser, die Polizei einzuschalten. Nein, nein, das ist zu gefährlich. Es bleibt dabei. Ich ziehe die Sache allein durch. Hey, warte, ich helfe dir. Lass nur. Es geht schon. Es tut mir so leid. Es ist alles schiefgegangen. Das wird nicht wieder passieren, das verspreche ich dir. Das ist doch nicht deine Schuld. Beim nächsten Mal wird alles gut gehen. Ja, das wird es. Der Entführer hat sich wieder gemeldet. Wirklich? Das ist ein gutes Zeichen. Ja, diesmal klappt es auch. Du bist ganz blass. Mir geht's auch nicht so gut. Aber wem sage ich das? Dir und Johann, euch geht's ja nicht besser. Ja, wenn wir nur wüssten, was wir tun können. Johann und ich, wir sind dir so dankbar. Du gibst für Felix alles, was du hast. Das ist doch selbstverständlich. Er ist mein Mann. Wenn er diese Geschichte heil übersteht, dann hat er das dir zu verdanken.
Nein, lass nur. Die Arbeit tut mir gut. Es lenkt mich ab. Schau mal. Ich habe keinen Appetit und hier esse ich nichts, das weißt du, nach wie vor. Da ist doch gerade nichts los. Nutze es doch aus. Nachher darfst du nämlich nicht mehr. Ja, wegen der Untersuchung, ich weiß schon. Wenn ich dich nicht angemeldet hätte bei der Dr. Seehuber, dann würdest du zu Weihnachten noch mit deinen Magenschmerzen dasitzen. Ja, ich esse später was. Sag mal, hast du vorhin den Pachmeier gesehen, wie der hier durchgerauscht ist, wie eine beleidigte Diva? Nein, ich war bis gerade eben mit der Nora im Büro, Quartalsabrechnung. Da hast du was verpasst. Zum Chef hat er gewollt. Ja, aber der ist ja noch gar nicht im Büro. Hab ich ihm auch gesagt, dass er warten muss. Ja, und warum ist er dann schon wieder weg? Weil ich ihm auch gesagt habe, dass jemand, der Zeit für einen Parteiausflug hat, auch Zeit hat, auf Herrn Saalfeld zu warten. Beleidigt, hockt im Park. Hildegard, dass du deinen Mund nicht halten kannst. Na, hab ich denn vielleicht nicht recht? Ja, schon, aber deswegen musste ich doch mit dem Pachmeier nicht anlegen. Was muss denn der auch so unsensibel sein und mir vorschwärmen von dem tollen Parteiausflug? Schön wäre es gewesen, ich hätte was verpasst. Gaudi sei es gewesen. Aufgemantelt hat der sich. Das kann ich mir schon vorstellen, wenn der Pachmeier mal loslegt. Und das hat er sich alles von der Partei bezahlen lassen. Ja, aber das hast du mir hoffentlich nicht auch noch gesagt. Doch. Ja, nicht direkt. Super, Hildegard, super. Nein, ich mag nichts. Von dir hat er gesagt, du würdest ihm leid tun mit so einer Frau an deiner Seite. Ach so? Ja, das ist ja eine Frechheit, ha? Da war ja dann selber so ein Drachen, ja, zu Hause. Aber dein Drachen bringt dir wenigstens ab und zu noch mal was zum Essen. Wenn du es auch nicht magst. Ja? Hallo, Victoria. Hallo, Robert. Wie wär's mit einem süßen Kuss? Das habe ich zwar nicht gemeint, aber das finde ich auch gut. Das mit unserem Streit. Es tut mir leid. Ich hasse es, wenn wir uns streiten. Kannst du mir verzeihen? Robert, ich verstehe nur Bahnhof, wie du hast es nicht so gemeint mit dem Kuss. Süße Küsse. Ganzer Karton von Laura aus Brüssel. Ach so. Da du mich ja wunderbarerweise missverstanden hast, darf ich davon ausgehen, dass du meine Entschuldigung annimmst? Wenn mir deine süßen Küsse beweisen können, dass du doch weißt, was Liebe ist. Wie viele willst du? Viele? Eins, zwei, drei. Lecker. Laura sagt immer, sie wirken Wunder. In allen Lebenslagen. Nur leider helfen süße Küsse Wunder nicht, um Felix zu retten. Leider. Aber er kommt frei, das weiß ich ganz bestimmt. Und wenn dieser Horror vorbei ist, dann machen wir ein paar Tage Urlaub. Was hältst du davon? Nur wir zwei? Sommer, Strand, Meer. Ja, das ist eine gute Idee. Sage mal, glaubst du eigentlich immer noch, dass Barbara hinter der Entführung steckt? Sie
sicher bin ich mir nicht. Aber ehrlich gesagt will ich jetzt auch nicht über diese Frau reden. Worüber willst du denn dann reden? Über uns. Und über süße Küsse. Hier. 5, 6.